Ja. Hi, liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von BikenTV. Und ja, ich möchte jetzt ein kurzes Video machen, und zwar der erste Teil der Serie, das Detail, wo ich einfach kurze, wichtige Aspekte vom Biken, meistens irgendwas mit Ergonomie, Fahrtechnik oder Bike-Hacks, formuliere, euch zeige, und da braucht man gar nicht so sehr nochmal irgendwelche komplexen Zusammenhänge erklären, wie jetzt den Bunnyhop oder so, sondern einfach wichtige Details, die viel ausmachen. Das Thema heute ist, wie kann ich den Fuß entspannen? Weil mir ist aufgefallen, bei mir selber oder auch bei anderen, man neigt manchmal dazu, gerade wenn es mit Springen oder technisch oder schwierig zu tun hat, manchmal auch beim Pedalieren, dass man so ein bisschen mit dem Fuß so krallt. Also müsst ihr euch vorstellen, als wenn der Fuß eine Hand wäre und er will so ein bisschen das Pedal festgreifen, wie wir mit den Händen den Griff greifen, dass man dann so krallt und dass das da super unentspannt für die Zehen ist. Und genau, und deswegen ein paar kleine Tipps, wie ihr eure Füße entspannen könnt. Wenn ihr noch mehr ins medizinische, orthopädische wollt, dann müsst ihr dann selber googeln. Da gibt es bestimmt gute Aspekte, wie man die Muskulatur im Fuß entspannen kann oder auch zu Hause massieren kann und so weiter. Aber beim Fahren ist wichtig, A, dass ihr am vorderen Fuß, also das vordere Pedal, dass ihr da die Ferse, dass ihr leicht hängen habt. So, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr nicht das Problem, dass euer Fuß, wenn es bergab geht, so nach vorne rutscht und dann man noch mehr quasi das Pedal greifen will mit den Füßen. Genau, deswegen am vorderen Fuß die Ferse leicht hängen haben. Ich verlinke unten nochmal ein Grundpositionsvideo, wo das nochmal genauer erklärt wird. Am hinteren Pedal ist das, kann man das zur Entspannung auch mal machen, aber sobald es technischer da wird, ist dann so, dass die Ferse nicht mehr ganz hängt, sondern leicht aufgestellt ist. Genau, und jetzt der zweite Punkt, was ihr natürlich machen könnt. Achtet mal drauf, ihr seht jetzt, mein Fuß bewegt sich, meine Zehen bewegen sich. Immer wenn ihr merkt, ihr greift wieder, ihr klammert wieder so mit den Füßen, mit den Zehen, ihr greift da so richtig, ihr bohrt in die Fußsohle rein, dann entspannen. Also mal bewusst drauf achten, nicht einfach unterbewusst laufen lassen, bewusst wieder immer die Zehen entspannen und immer mal auch hinsetzen, den Druck vom Pedal nehmen. Ein wichtiger Aspekt generell noch, den ich nochmal nennen will, viele fahren Flat Pedals, das seht ihr, die großen Pedale, aber stehen sehr weit hinten mit dem Fuß. So, seht ihr das vielleicht? Dann rutscht man schnell nach hinten weg, kann die Ferse nicht gut hängen lassen. Also da muss man ein bisschen nach vorne rücken. Ja, da gibt es eine kleine Regel, dass man zum Beispiel den Fußballen vom kleinen Zeh ungefähr auf der Pedalachse hat. Aber ihr müsst ein bisschen rumprobieren, weil jeder Schuh ist anders, jedes Pedal ist ein bisschen anders. Aber viele stehen sehr weit hinten mit dem Fuß. Kann man ruhig ein bisschen nach vorne rutschen für mehr Traktion und auch einen stabileren Stand, was dann den Fuß entspannt, weil das die Muskulatur im Fuß nicht so sich anstrengen muss. Das gleiche, wenn man zu weit vorne stehen würde, wäre es sehr unangenehm für die Muskulatur, noch gar nicht entspannt. Also da müsst ihr die richtige Position finden. Genau. So, wenn ihr noch mehr Ideen habt, das waren jetzt ein paar kleine Ideen von mir. Dieses Detail, bitte entspannt die Füße, lasst die Ferse am vorderen Fuß hängen und achtet darauf, dass ihr wirklich mal bewusst dieses Krallen der Zehen vermeidet und da ganz entspannt bleibt. Das wären meine kleinen Tipps, und schreibt bitte mal in die Kommentare, was euch da noch zu einfällt. Vielleicht von der Clicky-Fraktion noch ein paar Sachen. Okay, dann erste Folge, das Detail, entspannte Füße.